Des Hauses aufgestellte Schild, du hätter nimmer suchen wollen, im Haus ein treues Frauenbild. Der Wind spielt drinnen mit dem Herzen wie auf den Dach, nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Der Wind spielt drinnen mit dem Herzen wie auf den Dach, nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Natürlich, das hat ja auch Sigmund Freud immer wieder erwähnt, dass die Formung der Seele in der Jugend für das ganze Leben ausschlaggebend ist. Und wenn Sie sein Buch lesen, da kommt ja seine ganzen Erlebnisse immer wieder vor. Der tote Freund, der erschossen wurde, der Freund, der verhungert ist, der Hund, der ihn wiedererkennt. Alle diese wunderbaren Momente sind in dem Buch hier eingefangen. Und weiter hinten steht in dem Buch, wie viele Menschen aus seinem Freundeskreis verhungert sind und zugleich, wie viele Menschen zwar ausgewandert sind, aber dann mit ihren Erlebnissen nicht fertig wurden und sich umgebracht haben, schon als Gerettete. Sie konnten diese Erlebnisse einfach nicht aus sich herausbringen. Der Künstler aber hat es, Kraft seines Talentes, in eine Form gebracht. Und Goethe sagt, und wenn der Mensch in seiner Not verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide. Und das sagt uns hier. Es ist ein Fanal, ein Aufschrei gegen alle Unterdrückung, Entrechtung und Ermordung der Menschen. Dieses Werk, das Sie heute hier sehen. Es ist, mit der Winterreise ist es so. Die Winterreise ist unser aller Leben, wenn wir durchs Leben gehen und schreckliche Erlebnisse und Gutes und Böses. Er hat die Winterreise gesehen in dem wunderbaren Liederzyklus des Franz Schubert. Er hat die Winterreise gesehen in seinem nächtlichen Gang nach Werschetz, der von Angst geprägt war und Sorge. Und er hat, wir finden bei vielen Künstlern diese Winterreise. Denken Sie an Mahler, die Lieder des fahrenden Gesellen. Denken Sie an den Steppenwolf, ja, vom Hermann Hesse. Es ist eine allgemeine Metapher für das menschliche Leben. Was ich letztens vor kurzem hat Robert Hammerstiel den Friedenspreis, den St. Leopolds Friedenspreis in Klosterneuburg bekommen, für sein humanitäres Werk. Denn was hat er getan? Er hat nicht gesagt, diese Bösen da unten. Er ist zurückgegangen nach Werschetz. Und das finde ich so wunderbar. Er ist wirklich dieser Friedenspreis. Er war der richtige Mann, der den zu empfangen imstande war. Er hat die Hand gereicht und sie ist von euch angenommen worden. Ihr habt euch wieder an den Hammerstiel. Und heute wird gesagt, unser Landsmann Robert Hammerstiel. Das ist auch ein sehr großes Anliegen eigentlich von mir, mit dieser Ausstellung zu sagen, trotz allem, wir reichen uns die Hände.
Liebe Wort. Es